Wieder ist ein Monat vorbei. Das bedeutet, es ist wieder Zeit für einen kleinen Überblick über alle Spiele, die in den vergangenen Wochen ihren Weg in eure Lieblingsmitgliedschaft gefunden haben. Oh Mann, diesmal ist wirklich wieder etwas für alle dabei. Katzen, Hunde, Geister, Magieballerei, ach ja, und Hellblade 2. Also, let's go! Los ging es im Mai mit dem Start einer ganzen Reihe. Um genau zu sein, dem Start einer Spin-off-Reihe, die jetzt endlich komplett vollständig in eurer Lieblingsmitgliedschaft spielbar ist. Es geht natürlich um Tomb Raider. Auch wenn der Titel mittlerweile schon mehr als 10 Jahre auf dem Buckel hat, lasst euch eines gesagt sein. Die ganze Trilogie rund um die frühen Jahre der Grabräuberin ist von vorne bis hinten eine richtige Wucht. Rätsel, antike Schätze, Klettern, Ballern und dazu noch eine spannende Story. Das geht einfach immer. Lara geht immer. Im April gab es bereits den ersten Teil von Kona, den ihr hoffentlich alle gezockt habt. In Teil 2 geht die Geschichte rund um den Privatdetektiv im verschneiten Kanada nämlich nahtlos weiter. Das bedeutet auch, dass ihr weiterhin auf der Suche nach Antworten für die mysteriösen Vorfälle seid und ach, spielt das lieber selbst. Denn die Story und Atmosphäre sind ganz klar die Highlights von Kona 1 und 2. Little Kitty Big City ist genau das, wonach es klingt. Wir spielen eine kleine Katze in einer großen Stadt. Wer jetzt nicht direkt überzeugt ist, ist vermutlich ein Hundemensch. Keine Angst, später haben wir auch noch was für euch. In einer großen, frei begehbaren Stadt sucht ihr als süßes Kätzchen euren Heimweg. Aber wie das eben so ist, lässt man sich unterwegs gern mal von anderen Dingen und Tieren ablenken, mit denen man sich sogar anfreunden kann. Ach so, man kann auch verschiedene Hüte tragen. Also gibt es jetzt wirklich keinen Grund mehr, das Spiel nicht zu spielen. Ihr könnt verschiedene Hüte tragen, okay? Verschiedene Hüte. Und die sehen alle furchtbar niedlich aus auf dieser kleinen Katze. Also spielt Little Kitty Big City. Ein absoluter Klassiker, den immer noch viel zu wenig Leute gespielt haben, hat diesen Monat ebenfalls seinen Weg in den Game Pass gefunden. Brothers, A Tale of Two Sons. Hier begleitet ihr zwei Brüder auf ihrer wirklich emotionalen Reise durch eine märchenhafte Welt. Das Besondere dabei ist, neben der Story, dass ihr immer beide Brüder gleichzeitig steuert. Im Grunde ist es also ein Koop-Game, aber eben als Singleplayer. Egal, bevor ich euch noch mehr verwirre, spielt das einfach. Und haltet Taschentücher bereit. Ich muss es einfach mal sagen. Zum Glück gibt es den Game Pass. Ja, ja, ich weiß, ihr schaut euch gerade ein Video auf dem offiziellen Xbox-Kanal an. Was soll ich da auch sonst sagen? Aber ich meine das wirklich so. Denn dadurch werden Spiele wie Chance of Sennaar viel mehr gespielt, die sonst eher unter dem Radar vieler Leute laufen. Im Kern haben wir hier ein Puzzle-Game, aber durch seine Mechanik ist es noch so viel mehr. Wir müssen nämlich die Völker des Turms zusammenbringen, was schwer ist, wenn man die Sprachen der Völker nicht spricht. Deswegen heißt es, lauschen, beobachten und versuchen zu entschlüsseln, wie die Sprachen funktionieren, um Einigkeit herzustellen. Absolute Geheimtipp-Empfehlung. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, mit Immortals of Avium gibt es im Mai auch einen waschechten Ego-Shooter. Anstelle von fetten Knarren ballert man hier aber mit Magie. Und anstatt Helikopter fliegen hier Drachen am Himmel, denn Avium spielt in der gleichnamigen Fantasy-Welt. Deswegen beschreibt das Spiel sich offiziell auch als Magie-Shooter. Und kommt schon, das klingt doch schon mal ziemlich erfrischend und cool. Abgerundet wird das Ganze dann auch noch durch eine schicke bunte Grafik, eine epische Story und natürlich gutem Gun. Magieplay. Magieplay. Piu, piu. Feuerball. Feuerball. Seit Jahren darauf gewartet und diesen Monat war es soweit. Senua's Saga Hellblade 2 ist endlich erschienen. Was soll ich dazu noch sagen? Schaut euch die Trailer an. Wobei, es ist ja schon da. Packt es euch direkt in die Downloadliste. Es ist das schönste und zugleich eines der düstersten Spiele, die ich je gespielt habe. Ja, könnte hinkommen. Hier wurde einfach alles weiterentwickelt, was ich mir nach Teil 1 hätte wünschen können. Die Grafik ist unfassbar. Das Gameplay wurde überarbeitet und ist jetzt auch richtig knackig. Die Schauspielleistungen sind wieder eine absolute 11 von 10. Und die Atmosphäre ist mindestens so dicht wie in Hellblade 1.
Apropos Hellblade 1, falls ihr den zweiten Teil direkt zocken wollt, aber den ersten nicht kennt, no problemo. Wir haben extra ein Video für genau diesen Zweck gemacht. Das findet ihr entweder auf unserem Kanal oder indem ihr einfach hier oben klickt. Für mehr Gesundheit im Weltall setzt sich Galacticare ein. Als Direktor oder Direktorin des interstellaren Gesundheitsunternehmens liegt es an euch, der Galaxie ordentliche Gesundheit zu verschaffen. Das macht ihr natürlich mit einem Krankenhaus, das einiges an Management bedarf. Baut es nach euren Vorstellungen auf, verdient Geld, erweitert eure Klinik so nach Bedarf und achtet dabei immer auf alle möglichen Menschen und Aliens, die dringend eure Hilfe brauchen und zugegebenermaßen teilweise ganz schön abgefahrene außerirdische Probleme haben. Zum Glück könnt ihr dabei aber auf genauso abgefahrene Lösungen zurückgreifen. Was keine gesundheitlichen Probleme löst, aber trotzdem die Galaxie zu einem besseren Ort macht, ist ein Like auf dieses Video. Danke! In Haunty wird es gruselig, denn ihr spielt einen Geist. Gut, wirklich gruselig ist dieser Geist, ehrlich gesagt nicht. Eher ziemlich knuffig. In diesem superschönen Adventure wandert ihr durch eine mysteriöse Welt voller skurriler Wesen auf der Suche nach Antworten. Dabei wird gekämpft, eine Menge gerätselt und, wie es sich als kleiner Geist nun mal gehört, ordentlich viel heimgesucht. Selten waren Geister in Spielen so süß. Wer hat Lust auf einen Umzug? Hä? Niemand? Es gibt auch eine Pizza danach. Ach komm schon, es sind doch nur 38 Kartons, es ist nur der fünfte Stock ohne Aufzug bei 40 Grad. Dann lasst uns zumindest den ein oder anderen virtuellen Umzug in Moving Out 2 bestreiten. Das ist, genau wie sein Vorgänger, ziemlich chaotisch und mindestens genauso spaßig. Allein oder in einer Truppe von bis zu 4 Leuten arbeitet ihr hier als das Umzugsunternehmen Furniture Arrangement and Relocation Technician oder kurz Fart. Ich kann euch versichern, es wird wieder einiges kaputt gehen. Aber wen interessiert das schon, wenn man dabei so viel Fun hat? Gut, vermutlich die Person, denen die Sachen gehören. Als könnte ich darauf jetzt Rücksicht nehmen. Humanity hat im Mai nicht nur seinen Weg auf die Xbox, sondern auch direkt in den Game Pass gefunden und bildet quasi das Gegenstück zu Little Kitty Big City. Denn hier steuert man einen Hund. Ansonsten haben die Spiele aber keine großen Gemeinsamkeiten. Denn als süßer Shiba Inu muss man hier willenlose Menschen durch verschiedene Level führen, um die Menschheit wieder zusammenzuführen. Ein bisschen wie der Klassiker Lemmings, nur eben mit Menschen und einem süßen Hundi. Auch für Souls-like-Fans ist im Mai mit Lords of the Fallen etwas dabei. Das düstere Spiel konnte beim Release letztes Jahr neben der Atmosphäre und dem Gameplay vor allem durch die erfrischende Mechanik punkten, bei der man zwischen zwei Welten wechseln kann. Passend zum Einzug in eure Lieblingsmitgliedschaft kam außerdem noch ein neuer fetter Patch hinzu, der nicht nur die Performance erheblich verbessert, sondern euch auch viele Möglichkeiten zur Anpassung des Spiels gibt. So kann man sich das Ganze jetzt zumindest etwas leichter machen. Oder noch schwerer, falls ihr völlig verrückt seid. So oder so, ein guter Zeitpunkt, um mal reinzuzocken. Auch abseits der Neuzugänge gibt es mal wieder einige Vorteile für euch. Zum Beispiel könnt ihr euch ein paar neue Skins für Overwatch 2 abholen. Passend zum 15-jährigen Jubiläum von Minecraft könnt ihr euch aber auch 500 Minecoins sichern. Und wenn wir schon bei Minecraft sind, habt ihr schon in unsere kleine Doku reingeschaut? Da könnt ihr unter anderem mit Pietsmeet und Revinzeit ein bisschen über die Geschichte von Minecraft lernen. Das alles findet ihr natürlich auch direkt hier bei uns auf dem Kanal. Ihr merkt also, ein Abo lohnt sich. Da war wieder einiges los im Mai. Erzählt uns in den Kommentaren doch mal gern, auf welche dieser Spiele ihr euch am meisten gefreut habt oder welche ihr direkt nach diesem Video in eure Downloadliste packt. Ich muss jetzt schleunigst wieder weg, denn ich muss jetzt noch ganz dringend Xenosaga Hellblade 2 ein zweites Mal durchspielen, um das perfekte Ende zu bekommen. Ich habe nämlich nicht alle Runen gefunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns online.